Reno, Nevada. Die kleine Stadt der kleinen und großen Spieler. Heirats- und Scheidungsparadies. Sammelsurium gewaltiger Spielcasinos. Die Kugel rollt, die Karten werden gemischt. 24 Stunden am Tag. In Renos Glitzerwelt können sich die zum Puritanismus verurteilten Amerikaner mal so richtig austoben. Hotels und Essen sind preiswert, einfach darum, weil kaum einer an den einarmigen Banditen vorbeikommt. Alles ist erlaubt, gegen harte Dollars. Natürlich ist das alles Big Business und treibt die seltsamsten Blüten. Blüten ganz anderer Art treibt für einige Tage die Fliegerei in Reno. 4 Tage im Jahr stehlen die Flieger den Spielern die Show. Das Reno Air Race lockt die verwegensten Piloten Amerikas mit ihren abenteuerlichen Flugzeugen in die Wüste Nevada. Luftrennen, schnellster Motorsport der Welt, Formel 1 Autorennen erscheint dagegen wie eine Go-Kart-Veranstaltung. Millionenteure Rennziegen, gebaut nur für dieses eine Rennen im Jahr, und mehr als 200.000 Rennfans bevölkern den sonst eher verschlafenen, staubigen Steed Airport vor den Toren Renos. Zuerst jedoch überrascht die US Air Force uns mit Heavy Iron. Die Thunderbirds eröffnen das Programm. Im Gegensatz zu den meist aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges stammenden Rennflugzeugen fliegen sie das modernste Gerät, F-16 nämlich. Thunderbirds have been extremely pleased to fly for you this morning. Unfortunately, the weather has not cooperated, as you can see. Im Gegensatz zum sonst gebotenen fällt die live aufgeführte Nationalhymne qualitativ etwas ab. Trotzdem, amerikanische Veranstaltungen ohne andächtiges Absingen der Nationalhymne sind undenkbar. Dafür fliegt die Blackbird, das geheimnisumwitterte Aufklärungsflugzeug SR-71, dann sekundengenau über den Platz. Im Fahrerlager dagegen wird heftig geputzt und geschraubt. Den äußerst hohen Zuverlässigkeitsanforderungen normaler Piloten genügen die Rennziegen in keiner Weise. Schon bei den Trainingsrunden geht's mächtig aufs Material. Kein Wunder, schließlich sind das alles Oldtimer, die oft mehr als 40 Jahre auf dem Buckel haben.
Etwas zahmer dagegen die alten T-6-Trainingsflugzeuge. Hier bleibt's bei den 650 Serien PS. Änderungen sind bis auf kleine aerodynamische Verbesserungen nicht erlaubt. Die Devise lautet, wer gut putzt, der gut fliegt. Kilometer für Kilometer wird aus den schönen alten Flugzeugen herauspoliert. Das alles kostet gewaltige Mengen an Geld und Zeit. Und wer da glaubt, mit den serienmäßigen 1400 PS einer Mustang bei den Unlimiteds einen Blumentopf gewinnen zu können, irrt gewaltig. 3000 Pferde sollten schon unter der Haube toben. Well, you don't get money out of it, for sure. Everybody just does it because they like to race. They're just here for the satisfaction of going racing. I mean, these guys like to race. They'd race you all the way to town for a case of beer. The airplane is all built just to be here in Reno and to race. Probably looking at, you know, over... $750,000 worth of investment just to be here on the ramp. The engine, if you're lucky, it'll go the whole week. If you're not lucky, it won't, you know. Eine Ansammlung von Verrückten, daran besteht kein Zweifel. Wie heißt es doch so treffend? Das Alter der Jungen erkennt man an den Preisen ihrer Spielzeuge. Warum sie das tun? Einfach, weil es Spaß bringt. Einzug der Gladiatoren. Der Flugplatz dröhnt vom Lärm der gewaltigen V12, Stern- und Doppelsternmotoren. Lärm für die einen, Musik in den Ohren der anderen. Gewaltigere Kolbenmotoren hat es nie gegeben. Das, was hier herumfliegt, ist gleichzeitig Krönung und Ende der Kolbenmotorentwicklung. Jedenfalls in dieser Klasse. Zum Unlimited-Rennen. Einer scheint allerdings seine Flügel vergessen zu haben. Bob Hoovers Pace Plane schickt die Meute auf den 15 Kilometer langen Rennkurs. Dann geht's richtig zur Sache. Je tiefer, je schneller. Packende Positionskämpfe an der Spitze. Tragfläche an Tragfläche. Aber immer etwas zum Vordermann versetzt. Wehe dem, der in den Propellerstrahl des vorherfliegenden gerät. Die gewaltigen Verwirbelungen würden die schweren Flugzeuge blitzartig außer Kontrolle bringen. Was das bedeutet, lässt sich auch ohne Fantasie leicht ausmalen.
white flag. Rundenlange Zweikämpfe um den ersten Platz. Die Color Tile, eine gewaltig modifizierte Mustang, führt lange Zeit. Hart bedrängt von der über 4000 PS starken Sea Fury Dreadnought. Eine Weile sieht es so aus, als würde die elegante Mustang die Nase vorn behalten. Dann jedoch siegt die brutale Gewalt der 4000 PS. Color Tile scheidet, eine gewaltige Rauchwolke hinter sich herziehend, aus. Dem Sieger winken $40,000. Nicht genug, um auch nur die Kosten zu decken. Dem Besitzer der Color Tile steht dagegen Ungemach ins Haus. So um die $50,000 bis $100,000 wird er wohl für ein neues Triebwerk hinblättern müssen. So ein Rennflugzeug hat für das Bankkonto des Besitzers ähnliche Wirkung wie ein schwarzes Loch für die Materie. Es saugt die Greenbacks gierig in sich hinein. Clear runway 106, or correction 16 and 106. And back up there about your left 8 o'clock. Got him inside. Thank you. See the last one? Yes, sir. Up behind 91. Verschnaufpause für Mensch und Maschine. Den gequälten Rennflugzeugen hängt förmlich die Zunge aus dem Hals. Pilot und Flugzeug bedürfen aufmerksamer Pflege. Wir treffen Paul Poboresny, Boss der mächtigen Experimental Aircraft Association, und Baron Hilton, Besitzer der Hilton Hotels und ebenfalls Airplane Crazy. Paul Poboresny and Baron Hilton, we met you here in Reno and I'm not very amazed to meet you here, Paul, because where are airplanes around, you have to be around. Paul, wir sind nicht überrascht, dich hier zu treffen. Wo Flugzeuge sind, bist du nicht weit. Baron Hilton, wir kennen Sie in Deutschland durch den Hilton Cup. Was machen Sie denn hier? Nun, auf meiner Ranch in Nevada findet der Hilton Cup statt. Dieses Jahr hatten wir 5 deutsche Segelflieger auf der Ranch. In fact, this last July,
We had, I believe, five individuals from Germany who participated in our encampment. Paul, was tust du hier? Ich bin der Chefschiedsrichter für das Race. Viele der Teilnehmer sind EAA oder Warbird-Member. Alles Leute, die tun, was möglich ist, die mit Händen und Verstand arbeiten können und die sich an der Freiheit des Luftraumes, die wir in den USA haben, erfreuen. In America, in the United States, to advance the cause of aviation. What is the meaning behind Torino? What is the fun and the reason to do? Warum werden Rennen wie diese veranstaltet? Das ist Selbstbestätigung und eine Menge Spaß. Wir benutzen diesen riesigen Ozean des Himmels, versuchen schneller zu fliegen und setzen dafür menschliche Erfindungsgabe ein. Und davon braucht es eine ganze Menge. Nach jedem Rennen ist irgendetwas zerbrochen, abgefallen oder gerissen. 10 Minuten Rennen, 10 Stunden Schrauben. Die Wartungsintervalle eines Starfighters nehmen sich dagegen bescheiden aus. Wir fragen den Chefmechaniker des größten Rennstalles. Wie lange hält denn so ein Motor? Der Motor, wenn du Glück hast, die ganze Woche, wenn nicht, dann nicht. Wie viele Flugzeuge betreuen Sie? 5. 2 Mustangs, ein Formula One, ein Doppeldecker und eine T6. Da gibt es satt zu tun. Was denken Sie, wer das Rennen gewinnen wird? Das ist ein Roulette-Spiel. Jeder kann gewinnen, wenn ihm der Flieger nicht vor Sonntag auseinanderfällt. Wie sieht es denn mit der Motorleistung aus? Das waren mal 1400 PS. Jetzt sind es etwa 2800. Ersatzteile sind schwer zu kriegen. Das ist wie das Sammeln antiker Autos. Wenn du weißt, wo du suchen musst, findest du, was du brauchst. Vieles fertigen wir neu an. Das ist billiger. Und leichter zu finden auch. Dieses Flugzeug wurde 1945 gebaut. Eine P-51D. Jede Menge Modifikationen wurden durchgeführt. Benzin, Wasser- und Ölsysteme sind geändert. Die Flügel sind gekürzt, die Kühler der höheren Beanspruchung angepasst. Modifying the scoop on the bottom and the way the radiator internally has been changed for cooling, changing the capacity and how it works. Die Haube ist geändert, sodass man im Notfall schnell herauskommt. Viele kleine Dinge. Dieses Flugzeug besteht aus verschiedenen Zellen. Vieles war verrottet und musste erneuert werden. This particular airplane is made out of, you know, several different airplanes because some of the parts were bad and they had to be replaced. Like some of the wing spars and ribs and things like that are new. You're very scratchy, but you're clear to roll on 26. Ganz andere Art ist Leo Laudenslägers kompromisslos für den Kunstflug gebaute Laser. Leo Laudenslager, der König der Airshow-Piloten. Unglaublich, was der Airline-Captain hier zeigt. Als hätten aerodynamische und physikalische Gesetze für ihn keine Gültigkeit.
Etwas weniger tut's auch. Wer keine Millionen für die Rennfliegerei ausgeben kann, findet in der Formula One-Klasse schon für $10,000 konkurrenzfähiges Gerät. Die selbstgestrickten Flitzer erreichen Geschwindigkeiten von über 360 Stundenkilometer. Die kleinen Motoren, ehemals 100 PS stark, stehen recht gut im Futter. Statt mit 2700 Umdrehungen rotieren sie nun mit 3800. Auch so ein Maschinchen verlangt hingebungsvolle Pflege. Vor der Halle treffen wir Tina, die eines von Alan Prestons Flugzeugen betreut. Tina, I met you last year in Oshkosh. Tina, ich treffe dich in Oshkosh, ich treffe dich in Reno. Hängst du eigentlich nur auf Flugplätzen rum? Für Reno gibt's nur einen Grund, das Rennen. Ich bin das zweite Mal mit Alan Prestons Team hier. Ich kümmere mich um seinen Doppeldecker, mit dem er schon einen neuen Rekord im Qualifikationsrennen aufgestellt hat. Über 198 Meilen. Aircraft to maintain. I'm one of the crew member on biplane number 00, and that is a little yellow racer called Top Cat. And this year we've already set a new qualifying speed record at over 198 miles an hour. Hat deine Mutter dir gesagt, du sollst dich auf Flugplätzen rumtreiben? Was macht sie denn? Ach, die ist auch hier. Meine Mutter hatte Ende der 60er Jahre eine wundervolle Karriere als Rennfliegerin in der Formel One Klasse. Und was macht dein Vater? Mein Vater, der ist auch hier. Das wird ein langweiliges Interview. Mein Vater fliegt seit einigen Jahren kein Rennen mehr. Er ist hinten bei den Heavy Metals. Was macht denn dein Bruder? Den habe ich zu Hause eingesperrt. Der arbeitet an unserem Flugzeug. Hast du Schwestern? Ja, ein paar. Meine kleine Schwester ist hier. Sie ist Flugzeugmechanikerin und hat ein paar Tage frei bekommen. Hast du noch mehr Schwestern? Ja, meine ältere Schwester. Sie hat einen Haufen netter Kinder, die auf dem Flugplatz groß werden und mit Ultraleichtflugzeugen spielen. Sie selber fliegt nicht viel. Sie ist die Normale in der Familie. Sie hat mehr Spaß daran, ihre Horde Kinder großzuziehen. In einer Rennpause erwischen wir Alan Preston, den einzigen Piloten, der in allen vier Klassen fliegt. Wir fragen ihn nach der Qualifikation der Piloten. Viele sind ehemalige Militärpiloten, einige sind Testpiloten. Auf jeden Fall sind sie alle exzellente Piloten. Ansonsten braucht man nur eine Berufspilotenlizenz und die entsprechenden Genehmigungen. Wer hier Rennen fliegen will, muss vorher auf dem Rennkurs beweisen, dass er seine Maschine beherrscht. Er wird im Kunst- und Formationsfliegen geprüft. Man stellt fest, wie eng er mit anderen fliegen kann, ohne nervös zu werden. Der Pilot muss sein Flugzeug absolut beherrschen. Auch dann noch, wenn es ihn, der durch die Propeller aufgewühlten Luft, auf den Rücken bringt. Die anderen Rennpiloten entscheiden, ob ein Neuling mitfliegen darf. Wie viele Flugzeuge fliegen Sie? Ich selber fliege vier. Meine zweite Mustang fliegt ein Freund. Geld bleibt dabei nicht über. Ganz sicher nicht. Wir sind hier, weil wir Luftrennen lieben. Die Jungs kommen von weit her, um hier zu rennen. Die würden das auch für einen Kasten Bier tun. Are you married? No. No wife that's worried. Eine Horde wild gewordener Hummeln. Start der Formula One-Renner. Da geht's gleich nach dem Abheben zur Sache. Geschenkt wird sich hier ebenso wenig wie bei den Großen. Tiefer am tiefsten. Dem unbefangenen Betrachter bleibt gelegentlich das Herz stehen. Die wendigen kleinen Renner fetzen einem nur so um die Ohren. Vielleicht sogar noch interessanter als die dicken Brocken der Unlimiteds. Bei den Formula One sind die Leistungsunterschiede kleiner und der Kurs liegt näher an den Zuschauertribünen.
Ungefährlicher ist es sicher nicht. Auch hier muss man höllisch aufpassen, nicht in die Propellerturbulenzen der Mitflieger zu geraten. Ganz erstaunlich die Geschwindigkeit des Siegers. Über 370 Stundenkilometer werden ermittelt. Was bleibt den Vögeln zu tun, wenn Bob Hoover fliegt? Mr. Evergreen, Bob Hoover ist unglaublich. Loopings und Rollen mit dem Sabreliner, ein Geschäftsreisejet, unglaubliche Vorführungen mit der Shrike Commander, seine sagenhafte Mustang, Old Yeller, die bullige T-28. Hoover fliegt alle seine Flugzeuge mit einmaliger Meisterschaft. Während des Air Races ist er mehr in der Luft als am Boden. Bob Hoover, als ich vor einigen Jahren jemanden fragte, wie gut Sie denn fliegen können, bekam ich zur Antwort, Sie könnten auch über das Wasser gehen. Das war sicher ein klein wenig übertrieben. Wie lange machen Sie das denn schon? Nun, ich bin mein Leben lang Testpilot gewesen. Das Airshow-Fliegen war nur eine Erweiterung der Testfliegerei. Die interessanteste Vorführung ist die mit der Shrike. Sie stellen beide Triebwerke ab und wieder an. Wir haben gelegentlich Schwierigkeiten, Triebwerke in der Luft wieder anzulassen. Was ist Ihr Geheimnis? Meine Propeller haben keine Segelstellung, aber ich hatte oft Situationen, wo die Triebwerke nicht wieder anspannen. Ich teile meine Flüge aber so ein, dass ich auch ohne Triebwerke sicher landen kann. Ich habe da letztes Jahr ein nettes Foto gesehen. Ihre Mustang brannte und Sie rannten. Was war da passiert? Ich hatte ein Leck im Treibstofftank. Als ich das Fahrwerk ausfuhr, fing es richtig an zu brennen. Das wurde ganz schön heiß da drin. Und dann stellte ich fest, wie schnell ich laufen kann. Haben Sie denn jemals richtig Pech gehabt? Naja, ein paar Knochen habe ich mir schon gebrochen. I've been broken up a few times. Die Vorführung mit dem Sabreliner ist wirklich toll. Ich habe außer Ihnen niemals jemanden gesehen, der mit vier Flugzeugen zu einer Airshow antritt. Ja, das sind tolle Flugzeuge. Ich glaube, ich liebe sie alle. Sir, and T6 is counted off. And counted off. 42. 65. 8. 77. 41. Race 1. T6 pays tracker roll. Heavy Metal auf dem Weg zum Start. Die spannendsten Rennen liefern sich die 650 PS starken T6. Bullige, über 200 Meilen schnelle ehemalige Trainerflugzeuge. Frisiert wird nicht, nur gewachsen und poliert. Die Leistungen dieser urwüchsigen Flugzeuge sind fast identisch. Da wird um jeden Zentimeter gekämpft. Untermalt wird das alles vom urigen Sound der Sternmotoren. Das sind nicht nur dicke Brummer, die hören sich auch genauso an.
mehr als in den anderen Klassen entscheidet die Geschicklichkeit des Piloten. Um die günstigsten Positionen wird hart gekämpft. Wer am weitesten innen und am tiefsten fliegt, hat die besten Chancen. Eine unglaubliche Show fantastischer Piloten mit ebenso fantastischen Flugzeugen. Dass das Rennen in diesem Jahr unfallfrei verläuft, spricht für sich. Und dann sehen wir plötzlich etwas am Himmel, was selbst uns abgebrühten Airshow-Besuchern das Herz stehen lässt. Da turnen doch tatsächlich zwei bezaubernde junge Damen zwischen den Tragflächen einer mächtigen 450 PS starken Boeing Stearman herum. Ohne Netz und doppelten Boden, geschweige denn Fallschirm. Sag mal, seid ihr eigentlich ein bisschen verrückt? Naja, ein bisschen schon. Leider können wir nicht so gut Schreibmaschine schreiben. Darum müssen wir das hier tun. Casey, du hast gestern geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Glaubst du, dass du eine gute Hausfrau wirst? Ich bin nicht allzu häuslich, aber Spaß werden wir haben, das steht fest. Tell me something about this routine and how you get in this business and how... Bill,
Erzähl uns über die Schwierigkeiten eurer Airshow. Nun, ich bin seit 20 Jahren Airshow-Pilot und habe schon früher mit Wingwalking-Vorführungen zu tun gehabt. Ich hatte die Idee zu den Daring Damsels, den waghalsigen Mädchen. Sowas hatte noch keiner versucht. Das hat ein Jahr gedauert, bis alles geklappt hat. 1984 waren wir dann soweit und wir sind stolz darauf, das einzige Wingwalker-Duo der Welt zu sein. Das Timing der Show ist ziemlich kompliziert und wir lernen langsam. Darum mussten wir ein Jahr daran üben. Und du bist verheiratet? Ja, mit Bill. Und du putzt ihm seine Schuhe, bringst ihm sein Bier? Not exactly. Nun, ich meine, er hat alles in der Hand. Wir versuchen uns vor dem Flug nicht zu streiten. Also ist Bill der Boss in der Luft und du am Boden. Casey, dein frisch gebackener Ehemann weiß, was du tust. Ja, er kommt oft mit uns mit und er vertraut uns. No, he has confidence in us. Very good. And Bill, ist Airshow-Fliegen euer Beruf? Ja, wir reisen 7 Monate im Jahr durch Nordamerika. Perfekt. Also arbeitet keiner von euch. Die Daring Damsels. Verwegene Airshow wie zu Barnstormers Zeiten. Damals, vor 60 Jahren, als die Piloten von Dorf zu Dorf flogen, als jedes abgeerntete Feld ein Flugplatz war. Damals gab es auch schon Luftrennen. Damals war Fliegen überhaupt noch Freiheit und Abenteuer. Heute müssen wir schon weit reisen, um die reine Freiheit des Himmels genießen zu können. It's Bill Warren's wife, Connie, and in the cockpit, of course, and the big thunderstorming is Mr. Bill Warren. Are streamlined with the fuselage, and they say it is about as close as you will get to being able to fly like the comic book character and television character Wonder Woman. So this is the Wonder Woman full of mass. Will actually be able to fly or be lifted off the Javelin struts just a little bit. Now, Bill will do the gentle crop duster turnaround off to our right. As he comes back in, a short period of time that it takes him to turn around, believe this or not, Kathy Rivas, who we are congratulating because of her marriage last night to Bob Cecil at 9 o'clock, has actually turned the tables and is now standing on her head. Her head will be on top of the bottom wing. You'll see her legs extending up to the bottom of the top wing. Kathy Rivas and the headstand. Down on our side, hanging on to the struts and to the flying wires that run between the wings and provide the strength and structure for the big steerman. Okay, now we'll get the dive. At this time, Bill will reach red line speed for the steerman, about 186 knots. They'll come right in towards the crowd. You'll be able to see between the wings both Kathy and Connie riding in their Wonder Woman position, and right about up here, the pullback, everybody gets about 3 to 3. They go upside down momentarily, hanging on for dear life. Bill will half roll the airplane right about in here and set up for what we call, and you'll see a great amount of choreography as the girls move out from their position halfway between the fuselage and the wingtip. They will move way out to the wingtip, but because of aerodynamic drag, it's important they do it the same way at the same time. You'll see them start to move right about in here. It'll take 3 giant steps. There's 1, there's 2, and there's 3, and now they are out. Now, Bill turning around once again is one of the few times the girls get with 1 hand. The other one she will be using to wave to us. So get ready to take off those hats. Your air show race hats, wave the programs right about now. You'll see her waving in that yellow jumpsuit. Give her a big wave. That's the idea. There's the arm out in front. Bill dives the airplane down once again. He'll be looking for very two, if not exactly on 186 knots as he dives down. Rolling the wheels right off the deck, back on the stick, 3.5 G's once again. And they'll be facing forward and you'll see streamers from both wrists on both sides of the airplane. And the girls are
over now, upside down, Bill Warren, right side up. But now the tables are going to turn as the daring dance will say, okay, Bill Warren, if you're so smart and we have to hang upside down, it's your turn next. And this is the photo that's depicted on page 54. It is called Sitting on Top of the World. Bill will roll the big thunder steerman upside down. The girls will then be sitting on the bottom of the bottom wave, but they will be right side up. Bill Warren this time will have his work cut out for him as he rolls the big thunder upside down and flies the full length of the air show line in the inverted position. Bill Warren, the daring damsels, and sitting on top of the world. Recover now through the 90 degree position. Everybody gets back into the wing. Reno, das war ein Ausflug in die Freiheit des Himmels, der früher einmal allen gehörte. Gönnen wir den glücklichen Verrückten ihr Vergnügen, das zu tun und zu lassen, was sie gerne tun möchten. Faszinationen fliegen. Hier gibt's das noch. Schönen guten Tag. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Rainer Kuhn und ich bin Linienpilot. Meine Liebe zur Fliegerei hat mich vor 10 Jahren auf diesen Beruf gebracht, den ich noch immer mit großer Freude ausübe. Nebenbei fliege ich bei der Luftwaffe auf Verbindungsflugzeugen gewissermaßen als fliegerischer Ausgleich. Mein großes Hobby jedoch ist das Filmen. Seit Jahren ziehe ich von Airshow zu Airshow. Zuerst bin ich mit der Super 8 Kamera gefahren, jetzt mit der Videokamera. Bei einer dieser Veranstaltungen habe ich jemanden kennengelernt, der viel bessere und vor allem professionellere Filme machte als ich. Es war dies Herr Horst Kaufold von der Video Air Service. Ich möchte nun Sie, liebe Zuseher, einladen, mit mir zusammen die Höhepunkte aus dem Angebot der Video Air Service anzusehen. Meine Damen und Herren, können Sie sich nun bitte anschnallen und das Rauchen einstellen. Wir starten in Kürze.
Das ist eine... Hallo, ich befinde mich hier im Studio der Firma SR Film, wo die Produktionen der Video Air Service entstehen. Sie haben vorhin bereits gesehen, welch umfangreiche und aufwendige Technik vonnöten ist, um Videos in der Qualität zu produzieren, wie dies Video Air Service tut. Sehen Sie nun Ausschnitte aus internationalen Airshows. Rammstein, Neuburg an der Donau, Sally's Airfield und Farnborough. Rammstein Airbase, die Heimat des 86. Tactical Fighter Wing. Avia Tornado, eines der schlagkräftigsten Flugzeuge der NATO-Flotte. Stets beeindruckend die enormen Steig- und Flugleistungen des Delta-Flüglers Mirage. Die Fallschirmspringer, eine willkommene Abwechslung nach den phonstarken Vorführungen der Düsenjäger. Wohl eines der bemerkenswertesten Flugzeuge, die fliegen, der Hawker Harrier, der derzeit noch immer einzige einsatzfähige Senkrechtstarter der Welt. Ein Leckerbissen für alle Freunde des Hubschrauberkunstfluges. Hauptmann Charlie Zimmermann mit seiner Bo 105. Nach Rammstein sind wir nun hier in der Nähe von Paris auf dem Sally's Airfield. Ein Muss für alle Freunde von Oldtimer und alten Warbirds. Vorhin haben wir eben eine B-17 Flying Fortress gesehen. Eine der noch wenigen flugfähigen Muster. Hier eine T-6 T-Bird im Vorbeiflug. Die meisten dieser Flugzeuge befinden sich in privater Hand und wurden in mühevoller Kleinarbeit liebevoll restauriert. Aber auch große Flugzeuge geben sich ein Stelldich ein. Hier eine Mercure, der R1TR bei einem Overshoot über die Graspiste von Sally's Airfield. Den Abschluss bilden auch hier traditionsgemäß die Alpha Jets der Patrouille de France. Ein Leckerbissen in unserem Angebot bei Video Air Service, die Kassette von Neuburg an der Donau. 25 Jahre Jagdgeschwader Mölders. Am 26. und 27. September 1986 feierte das Jagdgeschwader 74 Mölders seinen 25. Jahrestag. Sein Auftrag: Abfangjagd in allen Höhen zum Schutz des eigenen Gebietes vor feindlichen Luftangriffen. Luftüberlegenheitsjagd zur Erringung einer zeitlich und örtlich begrenzten Luftüberlegenheit. Im Frieden ist die ständige Einsatzbereitschaft des Geschwaders ein wirksamer Beitrag zur Abschreckung. Der Verband fliegt in Spannungszeiten Einsätze zur Luftlagefeststellung südlich des 49. Breitengrades im Bereich der 4. Alliierten taktischen Luftflotte. Das Jagdgeschwader 74 Mölders war der erste Allwetterjagdverband der neuen deutschen Luftwaffe.
Es wurde am 5. Mai 1961 in Neuburg an der Donau in Dienst gestellt und fliegt seit Oktober 1962 im Verband der NATO. Das erste Einsatzmuster des Geschwaders war eine aus Italien überstellte F-86K. Am 12. Mai 1964 landete der erste Starfighter in Neuburg. Damit hatte die Umrüstung auf das neue Waffensystem F-104G begonnen. Im August 1971, 7 Jahre später also, hatten die Männer des Jagdgeschwaders 74 Mölders schon 100.000 Flugstunden in der Luft verbracht. Die hohe Einsatzbereitschaft verlangt aber immer nach dem letzten Stand. Die jeweils neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Zivil- und Militärluftfahrt sieht man jedoch nicht in Deutschland, sondern auf der internationalen Airshow in Farnborough. Diese Kassette ist eine Kassette für Liebhaber und Spezialisten moderner Flugzeuge. Sie ist mit englischem Originalton versehen und zeigt die neuesten Entwicklungen, vor allen Dingen auf dem Gebiet der Jäger- und Erdkampfflugzeuge. Ein bereits vertrautes Bild der Panavia Tornado bei seinem Start mit eingeschaltetem Nachbrenner. Der bisher letzte Wurf aus dem Hause Dassault-Breguet, die Mirage 4000, eine fast 20 Tonnen schwere Maschine. Farnborough ist eine Schau der Superlative. Mehr als 600 Aussteller haben im Jahre 1986 ihre Produkte präsentiert. Darunter auch British Aerospace mit ihrer ganz neuesten Entwicklung, dem EAP. Die Buchstaben stehen für Experimental Aircraft Program. Von diesem Flugzeug sind bisher nur 2 Prototypen gebaut worden. Ein sehr ästhetischer Kunstflug der Italiener mit ihrer Aero Machetti. Des Schreckens zeigt die neuesten Entwicklungen im Bereich der Wehrtechnik. Eindrucksvolle, bisher auch geheim gehaltene Aufnahmen sind hier zu sehen. Man sieht nicht nur die neuesten Flugzeuge und Bomber, sondern auch die neuesten Entwicklungen auf dem Sektor Panzer, Landfahrzeuge, Schiffe und U-Boote. Die Macht des Schreckens. Ein Muss für alle, die militärtechnisch auf dem Laufenden bleiben wollen. So kann eine maximale Sicherheit für den modernen Piloten verwirklicht werden. Das ist eine Phoenix-Luft-Luftrakete. Sie ist von einer F-14 Tomcat abgeschossen worden. An Bord der Enterprise befinden sich etwa 95 Flugzeuge, in erster Linie F-14 Tomcats. Informieren Sie sich. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Versäumen Sie nicht die Macht des Schreckens. Neu bei Video Air Service. Der nächste Punkt in unserer Programmvorschau sind die beiden Videos Veteranen und Warbirds. In diesen beiden Filmen werden alte, historische Flugzeuge im Detail mit Innen- und Außenaufnahmen vorgestellt. Es gibt ja auch Interviews mit bekannten Piloten.
Zwei extra Filme haben wir noch anzubieten. Einen über die englische Spitfire, das Jagdflugzeug der Engländer im Zweiten Krieg. Und einen zweiten Film über die legendäre Tante Ju, die Ju-52. Diese Oldie-Rubrik wird im Übrigen ständig erweitert. Spitfire is now legendary. It first flew in 1936. But this Dies sind nun Ausschnitte aus dem angekündigten Film über die englische Spitfire. It was very much a manual operation, the major units being hand fitted tests for full, free and correct movement. The ailerons too are checked. Dieser Film zeichnet sich durch die Veröffentlichung von bisher nicht gezeigtem Material aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges aus. Spitfire 5 was outclassed. American fleet fighters. It was a land plane derivative and its frail narrow track. Action und Information. Der Film über die englische Spitfire. Ebenfalls eine Augenweide für die Freunde historischer Flugzeuge ist unser Film über die Junkers Ju-52. Nur noch wenige Muster dieses bewährten Fluggerätes aus dem Zweiten Weltkrieg sind heute noch weltweit einsatzbereit. Eines davon sieht man hier bei einem Rundflug in München. Speziell für unsere Kunstflugfreunde haben wir zwei echte Knüller im Programm. Internationale Kunstflugteams und die Patrouille Martini, beides Videos der Spitzenklasse. Wenn man an militärischen Kunstflug denkt, denkt man zuerst an die Red Arrows. Dieses englische Kunstflugteam ist seit Jahren unangefochten die Nummer 1 im militärischen Kunstflug. Kein anderes Team dieser Welt hat es bisher geschafft, mit einer derartigen Genauigkeit, Exaktheit und Präzision ihre Flugvorführungen abzuwickeln.